Ich dachte mir, ich gehöre mal ein bisschen in den Wald, um ja wieder ein bisschen runterzukommen und ein bisschen zu entspannen und vor allem um Blaubeeren zu sammeln, weil die Blaubeerzeit jetzt hier so richtig losgelegt hat und hier die Sträucher alle komplett voller Blaubeeren sind. Und ja, da werde ich heute ein paar sammeln. Und ich dachte mir, ich sag mal ein paar Worte über Naturverbundenheit. Ich finde es super wichtig, im Einklang mit der Natur zu leben, beziehungsweise ja, naturverbunden zu sein, regelmäßig rauszugehen in die Natur, in den Wald, auf Wiesen oder sonst irgendwohin an den See oder Fluss. Wandern zu gehen zum Beispiel oder spazieren zu gehen oder irgendwelche anderen Aktivitäten draußen zu machen. Ich finde, das ist in dieser heutigen hektischen Zeit super wichtig, da einfach immer wieder die Verbindung zur Erde aufzunehmen, sich zu entschleunigen, zu erden und ja, einfach mit der Natur in Verbindung zu sein. Und ich merke jedes Mal wieder, wie gut das tut, wie stark das entspannt und wie stark das den Kopf wieder befreit. Und ja, ich sollte das eigentlich auch viel öfter machen, nur in der letzten Zeit bin ich eben kaum dazu gekommen und jetzt ja, habe ich einfach wieder ein bisschen mehr Zeit und versuche das dann schon regelmäßig umzusetzen, dass ich einfach in die Natur gehe. Ich habe auch, hier sind überall Mücken, also stehen bleiben jetzt um die Jahreszeit im Wald ist eigentlich ziemlich blöd, weil man dann sofort hier tausende von Mücken um sich rumschwirren hat. Ja, ich habe mir auch vorgenommen, dass ich eventuell vormittags in den Wald gehe und vielleicht eine Runde laufe oder jogge, um eben die frische Waldluft vormittags einzuatmen. Und die Bäume, die stoßen ja auch einen Stoff aus, nennen sich, glaube ich, Terpene. Und die sind super gesund, wenn man die eben einatmet. Ich kann aber jetzt nicht genau sagen, was die alles bewirken, aber das ja, soll sehr gut sein. Also recherchiere da einfach selber mal. Ich habe das mal in einer Zeitschrift gelesen, dass sich das sehr positiv auf den Körper auswirken soll. Und deswegen wollte ich ja früh immer mal so ein bisschen versuchen, in den Wald reinzukommen. Ich wohne eigentlich auch nicht so weit vom Wald weg. Also hier in Bamberg gibt es den Hauptsommerwald und da wohne ich vielleicht 5 Minuten davon entfernt. Ja, ich werde jetzt noch ein paar schöne Naturaufnahmen machen, weil ich eben diese neue Kamera habe und ja, diese unglaublich schöne Aufnahmen machen kann und ich da jetzt schon die ganze Zeit am Experimentieren bin und ich habe da schon super viele Aufnahmen gemacht, die aber alle nichts geworden sind und die ich einfach nur wieder löschen musste. Und mal schauen, ob das heute was wird. Ich nehme euch auf jeden Fall mal ein bisschen mit in den Wald. Thank you.
zu. Das ist jetzt meine Ausbeute. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter sammeln und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.